Thematik heute. Liebe Leute, ja, ein Mann wird überraschend verlassen. Was ist passiert? Was passiert da? Was ist da los? Wenn da Männer von ihren Frauen, Freundinnen, Verlobten hier verlassen werden, was sind das für Gründe? Sind das wirklich Gründe oder steckt da noch viel mehr dahinter? Was ist so diese Mechanik hinter diesen Gründen? Was passiert da hier im Untergrund, wenn es da einen hier sozusagen gibt? Das alles natürlich, diese Infos, Aufklärung, natürlich gepaart hier mit ein paar Tipps, Tricks, Cheats und Hinweisen von unserer Seite für euch hier in diesem Video. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&MPV. Ja, kommen wir gleich rein. Post haben wir bekommen von Ben Farmer. Der hat hier, wo ich mit der, ich blende es mal hier kurz rein, wo ich mit der Mascha ein Video gedreht habe, hier einen kleinen Kommentar dazu verfasst, hat da dieses Video hier an uns geschickt, was er hier so aus dem Netz gezogen hat, was ich davon halte, wie wir das so sehen, um es dementsprechend hier wie in unserer Reihe 20 halt üblich da mal ein bisschen zu beleuchten, hier die ganze Geschichte, ein bisschen was dazu zu sagen. Ja, der Titel dieses Videos ist derselbe gleichnamig wie in diesem Video hier. Mann wird überraschend verlassen. Was ist passiert? Das Video ist von Ramon Schlembach, einem Psychologen. Das gucken wir uns jetzt auch einmal gemeinsam einmal hiermit an, hinterfragen hier das Ganze aus der Sicht der Red Pill, aus der Sicht der Verführungskunst, aus der Sicht evolutionspsychologischer Grundlagen auf unserer Seite und natürlich aus der Sicht des Herrn Psychologen Ramon Schlembach hier. Was ist hier so koscher, was ist da wirklich dran oder wo befindet man sich hier auf dem Holzweg? Kann vielleicht mit diesem Wissen jetzt hier zukünftige Trennungen eher eindämmen, eher vermeiden, ja? Den Link zum Originalvideo, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gewöhnlich lassen wir das Video hier in anderthalbfacher Geschwindigkeit hier durchlaufen, aber es ist schon recht gut verständlich. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich zu entwickeln. Typischerweise helfe ich ihnen, sich von ihren wiederkehrenden emotionalen oder Verhaltensproblemen zu lösen, indem ich mit ihnen ihre Kindheit und Jugend aufarbeite. Und in diesem Fall habe ich einen Zuschauerkommentar bekommen, einen sehr langen, ausführlichen. Und jetzt würde ich gerne mal mit euch was machen, was ich so eigentlich noch nie richtig gemacht habe. Ich würde einfach mal mit euch gemeinsam diese Anekdote, so wie er das beschrieben hat, zusammen analysieren, wie ich das verstehe. Und da ist ganz wichtig, da gibt es natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit, weil ich das gerade aus einem Text herauslese und nicht mit einer echten Person, weder mit der, die mir das erzählen möchte, noch mit der, die es betrifft, besprochen habe. Ja? Aber dennoch finde ich, man kann da das ein oder andere daraus lernen, deswegen wollte ich das mit euch gemeinsam machen. Es gibt immer mal wieder ein bisschen Text vorzulesen. Stopp! Also, hier muss ich schon mal gleich mal einhaken. Also, das ist schon einmal sehr, sehr, sehr gut. Er stellt von Anfang an hier fest, hey, ich habe hier sowas vorher noch nicht gemacht. Das, was ich jetzt hier sage, das hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Also, ich finde das immer spitze. Da war schon, ich habe ja in dieser Playlist auch Videos drin, die ich mit äußerst guter Kritik hier dem entgegengestanden bin. Und also das fängt schon einmal sehr, sehr gut an, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der halt nicht so diese, ich sage mal, wie in diesen Berufen eigentlich schon fast üblich, so eine akademische Arroganz, so eine herablassende Art da irgendwo auch hat, hier jetzt irgendeinem Dummkopf hier zu erklären, was er hier falsch gemacht hat, in Anführungsstrichen hier. Weil so kommt das nämlich manchmal rüber. Also ich finde das schon einmal sehr, sehr gut, wie das hier anfängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffe ich, das ist dann auch nicht langweilig, sondern trotzdem interessant und unterhaltsam und vor allem lehrreich für euch. Wir probieren es einfach mal. Dann könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren sagen, ob euch das interessiert, ob euch das dient. Genau. Also ich fange mal an vorzulesen und ich kommentiere quasi immer dann, was ich daraus höre oder sehe. Also der Kommentar beginnt mit, meine Situation derzeit ist folgende. Vor einem Monat und 9 Tagen, schon sehr, sehr, also die Person weiß das schon auf den Tag genau, da weiß man, das schmerzt, hat meine letzte Freundin mich von einem Tag auf den anderen verlassen. Und ja, auch ich weiß, das schmerzt ungeheuerlich sowas, vor allem wenn man das nicht kommen sieht. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, meine erste große Liebe, warum sie mich verlassen hat. Da erzähle ich so ein bisschen meine Story, wenn euch das interessiert, wir verlinken das mal, ja. Sie sprach davon, dass sie die Beziehung nicht mehr führen kann. Da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, das ist etwas, was ich zum Beispiel jetzt niemals machen würde. Würde ich nicht machen. Also ein Video darüber drehen, gut, ja, man muss ihn jetzt in Schutz nehmen. Ich habe das Video jetzt nicht gesehen, sage ich auch ganz ehrlich. Ich war auf seinem Kanal, ich habe mir ein paar Sachen von ihm angesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das schon Jahre her ist und du versuchst einem anderen Menschen hier
ein bisschen emotionalen Beistand zu leisten, du erzählst über so alte Geschichten, dann ist es natürlich gar kein Problem. Im Gegenteil, das ist auch gut gemeint. Es hilft zwar wirklich nicht viel, aber es spendet ein bisschen Trost. Es ist ganz gut. Ich finde das ganz okay, was er sagt. Aber grundsätzlich einmal, um jetzt hier dem Herrn Psychologen hier nicht missverstehen, vielleicht auch zu lassen, unterstützend vielleicht hier von meiner Seite, adaptiert, ergänzend jetzt von meiner Richtung her. Ich würde nie ein Video drehen. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt verlassen worden würde, das hast du auch. Das habe ich schon ein paar Mal was auf YouTube gesehen, gerade so von jüngeren Leuten, die da Videos darüber drehen, die vor der Öffentlichkeit, hier vor dem Internetpublikum hier voll heulen, wie gerade mit ihnen Schluss gemacht wird. Das ist nicht gut. Erstens, da machst du dich total zum Kasperl, da machst du dich zum Deppen. Dein Fremdschämfaktor Wochen, Monate, Jahre später ist ganz einfach riesengroß. Alle Menschen in deinem Umfeld vielleicht haben vielleicht dieses Video auch gesehen. Das ist nicht gut. Außerdem passiert Unterbewusstsein mit dir noch etwas, was sehr schwer ist, hier wirklich emotional loslassen zu können von dem anderen, indem du hiermit hierher gehst, hier, du nimmst das auf, du legst Tonspur drauf und, oder vielleicht ist es noch nicht mal so professionelles Video, so oder so, du lädst es so, du investierst da einfach zu viel rein. Und genau das sollst du ja nicht mehr machen hier, um überhaupt erst emotional loslassen zu können. Da habe ich in unserem Channel, in der Playlist der Trennungsschmerzen, in dem allerersten Video auch gesagt, vor dem Loslassen steht da hier das Zulassen. Also grundsätzlich, wer mich kennt, kennt mein grundsätzlich, niemals irgendwie in die Öffentlichkeit tragen, niemals irgendwie sich da vom Internetpublikum da aushalten oder Videos davon drehen, wie sie gerade hier mit dir Schluss gemacht hat oder sowas in der Art, ist nicht gut. Was sie noch tun sollte und quasi am Ende wäre. Okay, sie hatte im Laufe der Beziehung große Eifersuchtsprobleme, die durch ihren Ex-Partner verursacht wurden, da dieser sie zweimal betrogen hatte. So, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich schon zu einem der Grundthemen. Dafür kann die Ex-Partnerin nichts, die wurde zweimal betrogen. Und das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, also extrem an ihrem Vertrauen gesägt, die sie grundsätzlich aufbringen kann. Und womöglich aber auch an ihrem Selbstwertgefühl. Und sie hat dadurch Ängste. Ja, sie hat höchstwahrscheinlich Angst, wieder betrogen zu werden, beziehungsweise Angst, also Angst, den Partner zu verlieren. So, ihr Problem mit mir war gewesen, dass ich dadurch, dass ich viel im Internet zugange bin, auch viel Kontakt zu anderen. Und da geht's jetzt hier schon mal damit los. Das hast du in unserer heutigen Gesellschaft so dermaßen auf. Das ist politisch gesteuert. Das ist ganz einfach so. Und alle sind sie gleichgeschaltet. Das Gesundheitsministerium, Kultusministerium, diese ganzen Ministerien und geben das so ans Volk praktisch weiter. Das ist jetzt Blue Pill Matrix vom Feinsten. So dieses, ich sag auch mal, so dieses Verständnis trimmen mit den Tätern. Ein Verständnis zu haben hier mit dem, der hier die Probleme überhaupt erst hineinbringt in diese ganze Sache. Ich freue mich, ich bin offen, dieser Mensch kommt jetzt in mein Leben, ich will dem zu, ich will dem zeigen. Und da Probleme. Sicher, Probleme gibt es, ja, natürlich. Und man hört ja offen zu, versucht hier irgendwo zu helfen. Aber dass man dann auf etwas verzichten oder etwas zusätzlich leisten muss hier, nur damit dem seine Probleme abgedeckt werden, das haut irgendwie nicht hin. Das haut gar nicht mehr hin. Weil, wir müssen schon mal überlegen, ich meine, das ist ja hier diese Vergangenheit hier von diesem Ex, von dieser Ex hier da praktisch. Und abgesehen einmal davon, das habe ich ja in dem Video auch gesagt, ich blende es mal hier ein, Link oben in der Videobeschreibung für euch, unten oben Infobox in der Videobeschreibung unten für euch oder zum Ende des Videos hängen wir es euch ganz gerne hier irgendwo mit dran in Lob des Sexismus. Da habe ich ja auch gesagt hier, was interessiert es mich, ob da dieser Mensch, diese Frau ein Ego-Problem hat? Wenn man sich gut versteht, ist es doch gut. Aber ich muss doch nicht Bestandteil von ihrem Problem sein. Das wird übrigens auf Dauer ungeheuer, wirkt sich das unattraktiv auf einen Mann besonders aus, wenn er sich hier eigenständig zum Problem der Frau da irgendwo macht. Er wird da zwangsläufig unterbewusster früher oder später damit verbunden. Das ist eine Tatsache. Eine weibliche Person habe. Dies jedoch auf völlig normaler Basis, dass ich wiederholte Male gesagt, wie auch gezeigt habe. Prima. Du sagst, okay, Schatz, also erstmal war das ja offensichtlich gut. Sie hat das offensichtlich angesprochen, hey, das macht mich eifersüchtig und so weiter und so fort. Und sie haben offen darüber geredet, das ist immer die beste Herangehensweise. Und er hat ihr versucht zu vermitteln, guck mal, ich mache nichts. Prima. Und wir müssen jetzt davon ausgehen, dass alles, was da drin steht, stimmt, weil ich kann es ja nicht anders einschätzen. Ja? Aber das heißt, wenn der Partner, also der andere Partner als der Eifersüchtige, ne, ganz klar sagen und zeigen kann, hey, ich tue nichts Unangemessenes, dann sollte das zur Beruhigung des Partners führen. In dem Fall, wo dann eine überhöhte Verlustangst ist oder eine große Misstrauensthematik oder Eifersucht, funktioniert das typischerweise nicht so gut. So, doch trotz alledem kam sie damit nicht klar und schien sich Szenarien und Bilder in den Kopf gesetzt zu haben. Stopp!
Also er sagt ja auch selber, muss man ihm auch zugutehalten, er geht ja auch nur von dem aus, sagt er auch selber von dem, genau wie bei mir von dem, wenn ich in Medien unterwegs etwas sage, von dem, was mir die Leute ganz einfach schreiben. Das ändert halt allerdings aber auch nichts daran, dass das da jetzt ein Irrglaube ist und nur halbrichtig. Ich meine, es ist schon gut, wenn er hier sagt, das muss man hier, dass der das jetzt klar absteckt und sagt, ja, pass auf, das und das und das muss auf den Tisch. Das stimmt schon. Das Problem dabei ist, dass er ihm rät oder wenn der andere das jetzt absteckt und da hier da klar sagt, ja, so und so und sich dafür die Eifersucht da hier, sich das anhört und da Verständnis dafür dann aufbringt hier, dass er damit in ihrem Frame agiert. Und das ist sehr, sehr schlecht. Er agiert in dem, und ich habe in so vielen Videos schon immer wieder gesagt, Frame ist immer key. In dem Augenblick, wo du anfängst, hier deinen Frame aufzugeben, deine persönliche Deutungszeit aufzugeben und in dem Frame der Frau agierst, verlierst du Attraktivität ohne Ende. Da entsteht nämlich, das ist so dieser der Temporegler, sagen wir es einmal, für diese negative Dynamik im Volksmund genannt, auch als diese Abwärtsspirale. Das siehst du manchmal überhaupt nicht kommen, was da in dem anderen da unterbewusst passiert. Aber de facto ist, du verlierst nach und nach an Attraktivität hier bei dieser Frau. Die sie wohl so schwer belastet haben, dass sie das Ende der Beziehung als einzige Lösung sah bzw. empfand. Das ist leider manchmal der Fall, ja, weil sie das einfach nicht aushalten kann. Die Partnerin war aufgrund ihrer... Stopp! Jetzt hören wir uns erst einmal seine Sicht an, wie er das sieht. Und dann hört ihr... pass auf, ich sag euch jetzt mal, wie ich das jetzt hier sehe mit dieser Eifersucht. Und ihr hört euch jetzt dann nochmal seine Sicht an. Und unten in der Kommentarleiste, da kommentiert ihr mal rein, was ihr so, wie ihr das seht. Ob ihr da vielleicht eher meiner Meinung seid oder eher seiner Meinung da seid. Meine Sicht darauf ist ganz einfach die. Wenn dieser Mensch hier schon in den ersten Tagen und Wochen so eine krankhafte Eifersucht, so eine heftige Eifersucht hier zeigt, dann hat dieser Mensch schon einmal massive Probleme mit sich selber und der taugt auch für eine Partnerschaft. In der Regel auch nichts. Solche Menschen, die sind einfach nicht gut. Das ist so. Ich meine, es tut mir ja auch furchtbar leid für diese Frau da, von dem, dass sie da hier betrogen und belogen worden ist. Nämlich mir sind auch immer wieder Frauen begegnet, wenn wir im Café gesessen sind und zum ersten Date uns getroffen haben, und hier dann gesagt haben, ja, sie ist betrogen worden oder sie hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ui, sag ich, was hast du denn für schlechte Erfahrungen gemacht? Na, dann kommt dann schon, ja, der hat das gemacht, das ist die und da und das passiert. Und so, ah, okay, in Ordnung. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist es. Dann kommt meistens so ein Blick und, ja, nichts. Dann wird es eigentlich klar. Weil, ich meine, ich sage das jetzt auch einmal so, als Sohn türkischer Eltern sage ich das mal, okay? Weil das sich durch mein ganzes Leben hier wie so ein roter Faden zugezogen hat. Und das habe ich damals auch schon immer wieder mal in bestimmten Situationen zu bestimmten Leuten gesagt. Ich bin für alles verantwortlich, was ich mache, was ich tue, was ich sage, mit wem ich wie da draußen umgehe. Ich bin nicht verantwortlich für jeden Türken da draußen, was jeder türkische Mann da draußen macht, was die türkischen Männer da draußen tun oder die türkischen Menschen mit türkischen Migrationshintergrund. Also aus diesem Mindset komme ja ich heraus als Sohn türkischer Gastarbeiter. Von daher weiß ich sehr gut, was solche, ich sage mal, Vorurteile oder vorgefertigte Meinungen und Ansichten, wie sich das auf einen Menschen auswirkt. Ich weiß es, wie sich das ganz einfach immer auf mich ganz einfach ausgewirkt hat. Und ich bin ja für das verantwortlich hier, was ich als Person mache, aber doch nicht, was jeder Mann da draußen tut. Das ist absolut nicht in Ordnung. Also warum soll ich hier Verständnis, ich meine, klar, ich bringe Verständnis für ihre Situation auf, aber deswegen muss ich doch jetzt hier mein Leben nicht umstellen, muss mein Handy hier kontrollieren lassen und so weiter. Das ist es nämlich. Gerade bei diesen Leuten, da geht das nämlich damit los, dass immer erst fängt es mit so flüchtigen Fangfragen, fängt das einmal an. Das sind so Fragen, wo man eigentlich die Antwort schon ganz genau weiß und nur zusieht, ob der eine lügt oder ob er es ganz einfach nicht tut. Dann wird ganz einfach auch hinterher gefragt, auch irgendwo wird sich da informiert, was man da so genau und so weiter treibt. Und ja, wenn man da natürlich dann so nichts entdeckt, nichts findet, dann wird auch mal nachsehen gegangen, da wird auch mal nachgeschaut, bis zu dem Moment, dass es nicht nur beim Hinterherfahren bleibt, wenn man sagt, man fährt da zum Kumpel oder fährt man dann an dem Haus vorbei. Nein,
Da wird dann irgendwann mal zum Telefon gegriffen, zum Handy gegriffen und Taschen werden durchsucht. Auch Männer machen das. Die durchsuchen dann die Handtaschen von der Freundin und so weiter. Ja, in dem Moment dringen sie dann in die Privatsphäre des anderen dann ein. Ja, und da lässt sich dann auch nichts finden. Es geht sogar so weit, so krankhaft, so weit, dass das Spy-Apps da, Spionage-Software auf dem anderen sein Handy installiert wird und. Aber das ist ja dann schon wieder ein Level höher. Schließlich, letzten Endes, dann denkt man sich, das kann nicht sein. Da, ich habe den jetzt 5, 6, 8 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre hier verfolgt und finde immer noch nichts. Nein. So krankhaft eifersüchtige Menschen, die rationalisieren sich dann rein. Hey, der ist einfach nur so gut und versteckt das Ganze so gut, der kaschiert das Ganze. Und was macht der dann? Der Partner wird konfrontiert. Ah, du betrügst mich schon seit langem und bla bla bla. Der Partner aus allen Wolken hier überrascht. Genau, was passiert dann? Richtig, es passiert genau das, wovor der krankhaft Eifersüchtige nämlich Angst hatte, dass passiert. Der Partner geht. So einfach ist es. Zu Recht dann natürlich auch in so einem Fall. Ja, schauen wir mal weiter. Gangenen Erfahrung so herausgefordert, dass die Psyche irgendwann gesagt hat, ich muss hier fliehen. Ich muss diesem Schmerz entfliehen. Das ist verständlich, dafür ist die Psyche da. Die Psyche ist dafür da, um unser Überleben zu sichern. Die bessere Herangehensweise wäre natürlich gewesen, die vergangenen Erfahrungen aufzuarbeiten, damit sie nicht mehr fliehen muss. Ganz klar. Als sie Schluss machte, verbot sie mir den Kontakt zu ihr und plötzlich verbrachte sie nur einen Tag danach sehr viel Zeit mit einem anderen Kerl, den sie nur durch mich kennenlernte. Stopp! Auch das ihre Vergangenheit aufarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass sie selber dafür zuständig ist, erst einmal ihre Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten. Dann hat sie aber auch nicht das Recht, anderen Menschen das Leben schwer zu machen oder sie traurig zu machen, sie zum Weinen zu bringen und alles. Sie hat nicht das Recht dazu, auf einen Menschen, der hoch erfreut ist, sie kennenzulernen, sie einlädt in sein Haus, Tee für sie macht und alles Mögliche, den dann Wochen, Monate später dann so zu behandeln. Dafür hat sie einfach nicht das Recht, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht schön, das macht man nicht. Und ich meine, wenn man dann schon in der Beziehung drin ist, dann hat sie sich ebenfalls eigenständig darum zu kümmern. Ich meine, ihre Vergangenheit aufarbeiten, ich bitte dich, der Partner ist doch der Partner und nicht der Therapeut. Oder ich bin doch von der Seelenklempner oder Arzt. Ich meine, ich habe es gerade vorhin gesagt, jetzt haben wir seine Geschichte gehört, jetzt habt ihr mal meine Version der Dinge gehört. Ich meine, unten die Kommentarleiste. Was haltet ihr eher für richtig? Also ich sag, der arme Kerl hier, der arme Teufel, den es hier jetzt gerade getroffen hat, der hat mit dieser Frau ganz einfach einen Griff ins Klo hineingemacht. So einfach ist das. Und mit Sicherheit kamen da Dinge hier, die seine Attraktivität dann weggeboostet haben. Das ist definitiv nicht die Frage. Aber er ist hier mit der komplett falschen Herangehensweise an diesen Menschen herangegangen. Mit diesem Blue Pill Mindset, was hier durch dieses Wissen hier von dem Herrn Psychiater hier auch noch bestätigt wird, das Ganze, weil du das in dieser Mainstream-Matrix, in dieser Blue-Pill-Matrix da draußen immer wieder hast. Das sagt jetzt mein Lieber, ne, erstmal die Message an dich, das sagt wahrscheinlich überhaupt nichts über dich aus. Also du hast vielleicht Angst im Sinne von, hey, was ist das hier, war ich dir nicht wichtig, jetzt ersetzt sie mich so schnell. Ich vermute, sie verbringt dann einen Tag danach ganz viel Zeit mit dem anderen, ist einfach eine ganz klare Ablenkung. Ja, weil, wenn wir davon ausgehen, dass sie Verlustangst hatte, also Angst, dich zu verlieren, dann warst du ihr total wichtig. Ja? Und wenn sie sich dann trennt, bist du ihr trotzdem noch wichtig. Das heißt, es ist auch für sie sehr schmerzhaft. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie sich einfach abgelenkt hat. Was auch ein legitimes Mittel ist, wenn Schmerz zum Beispiel nach dem Verlust von jemandem gerade akut extrem groß ist. So, als sie darauf ansprach, meinte sie würde sich nur ablenken. Ach so, voller, genau. Und es ginge mich nichts mehr an, mit wem sie was macht. Damit hat sie recht, denn ihr seid getrennt. Stopp! Das ist auch wieder so ein heftiger Ding aus der Blue Pill Matrix aus. Ablenken. Hey, das kann ich mich mit Freunden, mit PlayStation zocken, mit Sport, mit American Football Spiel kann ich mal eins ansehen. Ich kann zum Bogenschießen laufen gehen, zum Klettern kann ich gehen, einen neuen Modellhubschrauber oder ein neues Modellflugzeug, das kann ich mir basteln. Und all die ganzen anderen Freizeitbeschäftigungen und Hobbys, die ich jetzt persönlich oder die andere Menschen sage, ablenken kann man sich immer. Ablenken kann man einen guten Freund anrufen, kann man vorbeikommen, kann man reden miteinander. Ablenken geht alles mögliche. Da muss ich nicht wo hinlaufen, in irgendeine Frau reinstecken, muss ich nicht machen. Besonders dann nicht, wenn ich dann dadurch weiß, dass wenn das der andere da erfährt, dass ihm das wehtun wird. Nach 24 Stunden schon, also ablenken, das lasse ich nicht gelten, muss ich ganz ehrlich sagen.
das lasse ich auch von dem Herrn Psychologen hier nicht gelten. Es klingt zwar auf Anhieb erstmal richtig und ist ja aus dem Blue-Pill-Mainstream auch heraus, ja, das ist auch mal so, aber die wollte sich auch ablenken, weil sie so viel Herzschmerz hat. Ja. Viele Menschen haben Herzschmerz. Vielen Männern geht es nach einer Trennung. Die fahren aber nicht alle gleich ins Bordell, zum Beispiel. Oder viele Frauen haben auch Herzschmerz. Andere Frauen leiden auch darunter, unter einer Trennung. Trotzdem lassen sie sich nicht gleich von dem ganzen Truppenlaster der Bundeswehr durchnageln. Ist doch mal ehrlich. Es ist natürlich, und ich verstehe das auch total schwer, das zu hören, als Partner, von dem sie sich gerade getrennt hat. Da steckt trotzdem Wahrheit drin, auch wenn das unschön ist. Ja? Als ich sie, da habe ich schon vorgelesen, ich sollte sie in Ruhe lassen, denn andernfalls würde sie mich komplett löschen. Klingt hart, aber auch da ist wieder der Wunsch nach Kontaktabbruch ist legitim, weil sie ja versucht, sich von dieser Beziehung zu lösen. Das hast du auch so wahnsinnig oft. Was heißt ihr, es geht ihnen nichts mehr an? Beziehungsweise es geht ihnen nichts an, sagt er. Er gibt hier alles auf. Er investiert für diese Frau. Er investiert hier Energie. Er investiert hier seine Zeit. Time is money, besonders für Leute wie mich zum Beispiel. Er investiert hier Geld, indem er sie zum Essen einlädt, sie ein bisschen ausführt, hier ihr den Hof macht, gentleman-like sozusagen. Er investiert hier seine Lebenszeit, die ist ja unbezahlbar. Unbezahlbar ist die. Was heißt hier, es geht ihm nichts an? Er gibt hier alles auf Anraten dieser Blue-Pill-Matrix, wohlgemerkt. Ja, von der Technik her betrachtet, geht es ihm auf jeden Fall nichts mehr an, was sie denn jetzt nach der Trennung so macht. Das stimmt schon. Aber es ist sein gutes Recht zu erfahren, warum er seine kostbare Lebenszeit mit ihr verplempert hat, wenn sie jetzt gleich mit einem Neuen in die Kiste hier steigt, sie einen Menschen dann plötzlich zum Vorschein bringt und zeigt, der sie vorher gar nicht gewesen ist. Ich traue mal wetten, dieser Junge, der wäre ganz schön vorsichtig gewesen, wenn er aus ihrem Mund beim ersten Date gehört hätte, ja du, ich will mich von meinen Freunden trennen, ich liege am nächsten Tag mit dem Nächsten in der Kiste. Meinst du, der Kerl hätte sich dann näher auf diese Frau eingelassen? Ich behaupte einmal zu sagen, ich glaube nicht. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentarleiste rein. Eure Meinung dazu würde mich ja mal interessieren. Die ihr Schmerz bereitet. Da jetzt nochmal ganz klar, nicht du bereitest ihr Schmerz, sondern es ist, die Beziehung ist der Auslöser, aber die Themen liegen in ihr. Ja, das will ich nochmal ganz klar sagen, nicht, dass du dich irgendwie schuldig fühlst oder so. So habe ich sie 2,5 Wochen lang komplett in Ruhe gelassen, bis ich sie anschrieb und lediglich eine Antwort gefordert hatte. Ich weiß nicht genau, worauf du eine Antwort gefordert hast, aber auch das ist okay. Du darfst ja sie ansprechen, sie muss es nur nicht, also wenn sie nicht will, muss sie ja nicht. Stopp! Jetzt ergreift er erneut Partei nur für sie, indem er ihm jetzt diesen Klassiker mitteilt, den sie ihm wahrscheinlich auch schon gesagt hat. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja. Oftmals ist es gar nicht ernst gemeint und dieser Spruch ist auch nur halbrichtig. Es ist ganz einfach auch so, dass er, um diesen Zustand hier bei ihr zu erreichen, natürlich irgendwo hier auch Attraktivität und Anziehung verloren hat. Das ist in diesem Video bisher nicht ein einziges Mal das Thema gewesen. Aber genau darum geht es doch hier bei Liebe, Sexualität, Partnerschaft und all diesen Dingen hier in und aus und um herum der Dating-Welt. Ich habe noch viel um sie gekämpft und auch viel über sie und mich reflektiert. Mir ist vieles bewusst geworden, was ich ändern möchte. Das passiert ganz häufig. Trennungen oder irgendwelche anderen einschneidenden Erlebnisse schaffen sehr viel Klarheit in der Regel. Sie meinte nur noch, dass sie nicht möchte, dass ich mich weiter um sie bemühe. Stopp! An dem Punkt hat er recht. Gar keine Frage. Das ist okay. Was hier vielleicht so ein bisschen fehlt, ist, dass er hier diesem Mann, diesem Betroffenen hier, nicht begreiflich macht, was ihn da drin innerlich eigentlich so auffrisst. Und das ist etwas, was man aus der Psychologie heraus kennt und den Zeigarnik-Effekt nennt. Beim Zeigarnik-Effekt ist es ganz einfach so, da hänge ich euch unten in Wikipedia einen Link in die Beschreibung da mal mit rein. Beim Zeigarnik-Effekt ist es ganz einfach so, dass unser Gehirn mit offen gebliebenen Situationen, Prozessen ganz einfach nicht richtig umgehen kann. Dass die arbeiten in einem Gehirn, weil sie nicht abgeschlossen sind. Es ist ein unabgeschlossenes Thema. Der Mann bleibt zurück mit jeder Menge Fragen, auf die er keinerlei Antworten hat. Und das frisst den halt innerlich so zusammen. Diesbezüglich, da habe ich ja hier in unserer
in unserem Ghosting-Video hier, Link oben unten in der Infobox, in der Videobeschreibung, eine Methode hier auch aufgezeigt, wie man hier für sich diesen Zeigarnik-Effekt hier leichter bewältigen kann, wie man hier diesen Alarmknopf ganz einfach, da beschreibe ich diesen Zeigarnik-Effekt mit einem Alarmknopf, beschreibe ich den Mechanismus da, gebe da Tipps, Hilfestellung dazu, wie man hier für sich selber auch, weil beim Ghosting hast du ja auch so heftig, da hast du ja auch keine Antworten, kriegst du nicht von dem anderen. Da hast du es ja besonders heftig. Ich blende es hier gerne nochmal ein. Gerne hängen wir es auch zum Ende des Videos an. Da gebe ich Tipps dabei ab, wie man mit diesem Zustand ganz einfach besser umgeht. Das vermisse ich jetzt hier, dass er ihm das vielleicht auch noch besser mitgeteilt hätte, dass dieser Mann mal versteht, was hier in seinem Kopf vor sich geht. Oder zumindest ist das Video ist ja schon ein halbes Jahr alt. Es ist auch schon rum ums Eck, habe ich gesehen. Aber man muss ja nicht Wochen und Monate leiden darunter. Sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Hat sie mich auf jeder nur erdenklichen Plattform gelöscht und blockiert. Meine Einschätzung ist, das ist ein Schutzverhalten. Denn jedes Mal, wenn du sie wieder ansprichst, ne, wenn wir davon ausgehen, dass sie dich trotzdem noch geliebt hat... Stopp! Auch hier wieder nur fast richtig. Wie hat der Typ um sie gekämpft? Wie hat er das gemacht? Mit diesem typischen Blumen hin und telefonieren und immer wieder darüber reden, Teufel offen erklären, hat er es so gemacht, oder? Ja, ich bin mir sicher, dass er es so gemacht hat. Weil so machen es nämlich die meisten da draußen. In dem Mainstream. Und so ist es aber falsch. So funktioniert das nicht. Und nur weil er das so reflektiert hat, müssen seine Ansichten deswegen nicht stimmen. Nur weil du irgendeine Erkenntnis immer wiederholst, muss diese Erkenntnis nicht wahr sein hier am Ende. Also, da habe ich ja auch hier in unserem Channel das Video rausgebracht, wo es um diese Selbstreflexion gibt. Link unten in der Videobeschreibung, in der Infobox oder zum Ende des Videos hängt euch der Yoshi hier ganz gerne mit dran. Also sich selbst reflektieren, gerade er als Psychologe müsste eigentlich wissen, das geht doch überhaupt nicht, das habe ich in diesem Video deutlich gemacht. Man kann Eigendiagnosen stellen, ja, aber man kann sich doch nie zu 100% selbst reflektieren. Das haut doch nicht hin, korreliert doch mit dem dritten Fenster des Johari-Fensters, ja. Trotzdem, dass du dir trotzdem noch wichtig warst, wie auch immer, und du dann immer wieder sie ansprichst, ist wie, als wenn man immer wieder den Finger in die Wunde legt, ja. Es kommt mir so vor, als würde sie mich total hassen und ich weiß nicht warum, als wäre ich nur noch unbedeutend für sie und alles wäre für umsonst gewesen. Und Fakt ist, das ist jetzt dein Thema. Ich habe ja in dem anderen Video schon was darüber gesagt. Dein Thema ist, wenn jemand sich trennt, dann beziehst du das auf dich. Also das ist jetzt meine Vermutung, nicht? Ich bestelle jetzt nur Behauptungen. Stopp! Das ist jetzt seine Meinung, sage ich ganz ehrlich. Ich persönlich bin der Ansicht, dieser Typ hat ganz einfach in einer relativ kurzen, mittelfristigen oder langen Zeit ganz einfach Attraktivität verloren. Weil sie davor, ich weiß nicht, wie lange die da zusammen waren. Schutzmechanismus ist schon da, ja, aber was für einer. Es ist ja hier Attraction Level Low und die fühlt sich ja hier, also der ist ja eh schon nicht mehr attraktiv und lukrativ für diese Frau, hier um in einer Beziehung zu sein. Da kommt er immer mit seinen Bekundungen hinaus, da habe ich ja einfach in unseren Channel schauen, da findet ihr dieses 5000 Abonnenten Special, wo ich was über diese offene Kommunikation sage, der Teufel mit der offenen Kommunikation, dann geht er dahin, dann will er nochmal mit ihr reden, will diese Gefühle hinverhandeln mit offener Kommunikation, das hat noch nie funktioniert und sie ist dann natürlich dann hier völlig genervt hier von seinen Bekundungen die ganze Zeit, deswegen dieser Schutzmechanismus. Deswegen sagt sie, ja, geh weg, lass mich in Ruhe, ich will darüber nicht mehr reden, wir haben schon geredet und so weiter und so. 1000 Euro, Meister, dass er da mit dieser, ich häng's euch gern mit hier an, mit dieser offenen Kommunikation da hier, da rein ist, auf die Frau zugegangen ist. Link oben, Infobox, unten in der Videobeschreibung oder zum Ende des Videos, hängt's euch da wahrscheinlich gerne hier mit dran. Riesen auf, die ich dann im Coaching quasi versuchen würde zu bestätigen oder zu widerlegen. Aber von außen betrachtet sieht das jetzt aus wie ganz klar dein Thema. Wenn jemand sich gegen dich entscheidet, fühlst du dich ungeliebt bzw. gleich gehasst, also ungewollt. Und ich gehe stark davon aus, dass das mit deinen Themen, vielleicht auch mit deiner Vergangenheit zusammenhängt. Ja? Weil, also erstmal, auch da wieder, ich will es normalisieren, wenn sich von jemandem getrennt wird, dann ist es ganz normal, traurig zu sein. Ich war auch extrem traurig. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich sogar damals mit 16 auch durch so eine Art depressive Phase gegangen. Ja, weil ich dachte, das wäre die Frau gewesen, die ich mal heirate. Ja, und dann kam das so überraschend. Also das ist erstmal völlig legitim, aber wenn du dann gleich solche Assoziationen hast, ich werde gehasst und so weiter und so fort. Ich vermute, dass das eher Themen sind, die aus deiner Vergangenheit stammen. Denn mein Eindruck ist, die hasst dich nicht. Die kommt bloß mit dieser Eifersucht nicht klar, mit diesem Schmerz. Und deswegen will sie das nicht, was auch völlig legitim ist. Das heißt aber nicht, dass sie dich hasst. Ja? Und dass sie jetzt quasi dich überall blockiert und alles, ist nicht ein Ausdruck des Hasses, sondern ein Ausdruck des Selbstschutzes. Sie war meine erste richtige Beziehung, mit allem, was dazugehört. Sie ist wegen mir 500 Kilometer gefahren. Sie hat noch niemanden so an sich reingelassen. Ja, alles klar. So, jetzt sitze ich hier und frage mich ständig, dass dies doch nicht bedeutungslos gewesen sein konnte. Und nein, war es auch nicht. Ich garantiere dir, das hatte sehr viel Bedeutung. Für sie wie auch für dich. Stopp!
Ich stimme ihm dazu. Sie hasst ihn bestimmt nicht. Es ist noch schlimmer. Der Typ ist es scheißegal. Sie hat ihn abgelehnt. Ganz klare Sache. Aber ich meine, okay, es kommt jetzt natürlich darauf an, auf der anderen Seite, wie er natürlich hier mit dieser Ablehnung umgeht. Klar, und das kann man schon sehr wohl als Hass dann irgendwo interpretieren. Natürlich dann auch, weil der andere ist ja dann so, oh, lass mich in Ruhe und geh weg und so. Und ich meine, man kennt ja, wenn man Hass im Duden nachschlägt und so, es ist ja diese abwertende, abneigende Haltung gegenüber jemandem, das offen zu zeigen hier natürlich dann auch. Aber da greift er wieder mit diesem Thema Selbstschutz hier dahin. Und das mit dem Selbstschutz, das ist immer so scheiße. Weil das Schlimme dabei ist ja, dass diese Thematiken hier mit diesem Selbstschutz, dass das so Leute wie dieser Daniel Caballero da aufgreifen auch, und dann was davon reden, hey, das hat nichts mit deiner Attraktivität zu tun, das hat was mit Selbstschutz. Attraktivität redet der gar nicht. Unbedingt ansehen dieses Video. Das ist so ein Online-Marketer, der mit der Materie null zu tun hat, meines Erachtens nach, so wie ich ihn kennengelernt habe, so wie ich die Videos über ihn gedreht habe. Und der nimmt dann von Händen des Psychologen solche Ausdrücke wie, ah, Selbstschutz, ah, okay, in Ordnung. Und das wird halt dann in dieser Blueprint-Matrix weiter befeuert und weiter hinausgetan. Und das ist ganz einfach schlecht, weil die Leute, die glauben das dann auch noch. Und dann passiert nämlich Folgendes, diese Menschen wie Daniel Caballero, die benutzen diesen Begriff dann Selbstschutz halt dann dafür, dem anderen hier das Kaufmotiv zu geben, um ihre E-Books zu verkaufen. Weil man denkt ja, man wird da automatisch hier instruieren, Selbstschutz, Schutz, okay, in Ordnung, aber sie braucht sich doch vor mir nicht zu schützen. Ich bin ja ein guter Mensch. Ich muss irgendwie versuchen, diesen Selbstschutz hier, diesen Schutzwall hier zu umgehen. Das ist ein Irrglaube. Dein Attraktivitätslevel reicht nicht aus. Du bist nicht mehr attraktiv anziehend, hier die sexuelle Anziehung, die ist null. Das interessiert die Frau da nicht. Das ist völlig klar. Und folglich gibt es da auch gar keinen Selbstschutz, so einen Schutzwall oder so etwas. Was soll denn der da bitte sein? Ja, da habe ich auch, wie gesagt, in diesem Caballero-Video schon lang und breit etwas dazu gesagt, aber das könnt ihr euch dann auch gerne einfach mal ansehen. Du hast jetzt quasi den Trugschluss, die falsche Schlussfolgerung, weil sie das jetzt beendet, hat dir das nichts bedeutet. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Es kann dir total viel bedeuten und du kannst dich trotzdem trennen. Ja, weil zum Beispiel der Schmerz groß ist. Warum hat sie das gemacht? Warum ist sie einfach gegangen und wurde von einem Tag auf den anderen so kalt zu mir? Haben wir quasi schon besprochen, diese Kälte ist ein Versuch, sich zu distanzieren, um selber nicht weiter so viele Schmerzen zu haben. Ich denke, es war eine Schutzfunktion ihrerseits. Sehe ich auch so. Weshalb sie so gehandelt hat. Doch, ich weiß es nicht gewiss. Ich weiß es auch nicht gewiss, aber ich glaube, dass das stimmt. Ich stelle mir viele Fragen, doch finde keine Antwort. Stopp! Was für ein Schmerz die ganze Zeit. Wovon redet er? Ja, mit Sicherheit. Da gebe ich ihm auch recht. Hat ihr das bestimmt auch zu diesem und jenem Zeitpunkt, dieses und jene mit Sicherheit auch sehr, sehr viel bedeutet. Das mag mit Sicherheit schon sein. Aber die Bedeutung von solchen Dingen, dass man gemeinsam mal in der Eishalle Schlittschuhlaufen gewesen ist, dass man hier im Europapark Achterbahn fahren gewesen ist, dass man picknicken war unten am See oder solche Sachen, die verschwinden immer mehr und mehr. Dieser Deutungswert verschwindet der Deutungshoheiten. Da sind wir ja wieder bei diesem Thema Frame. Gell? Dieser Deutungswert, der sinkt ja immer weiter runter und gleichzeitig von und mit und zu gleichzeitig auch dieser Respekt an dieser Person. Das ist ja auch dieses Problem. Der Respekt, der geht ja da auch runter. Ist doch völlig klar. Und kein Respekt an der Person. Auch nicht mehr recht viel Respekt und Interesse an der Beziehung. Für eins und eins kannst du zusammen sein, ist ja auch zwei. Aber vielleicht kannst du verstehen, weshalb sie so gehandelt hat und es mir vielleicht erklären. Ich habe das gerade versucht. Und nochmal, das sind alles Vermutungen. Das sind Vermutungen, weil ich es nicht genau wissen kann. Ich hoffe, dieses Video, das ist ja das erste Mal, dass ich sowas... Stopp. Um mich mal hier wieder im Jargon hier zu vergreifen. Hatte diese Frau vielleicht auch Schmerzen dabei, als sie nur Stunden nach dieser Trennung diesem anderen Mann da hier eingeblasen hat? Hatte, um es mal knallhart auszudrücken hier, hatte sie da auch Schmerzen dabei? Also ich bitte dich. Das Problem ist ja hier, ich wiederhole es nochmal dabei, dass man selber als Mann, wenn man dann das hier erfährt, wenn man das hier von einem Psychologen dann auch so mitbekommt, dahingehend motiviert wird, irgendwann mal wieder vielleicht auf diesen Menschen da ganz einfach zuzugehen, um diesen Schutzmechanismus hier in Anführungsstrichen aussehen, mit Verständnis hier auch noch dann für solche Aktionen dann auch noch entgegenkommen und sich damit auch noch erneut und auch noch weiter und noch tiefer zum Decken zu machen. Das kommt am Ende dabei heraus. Knallhart. Das ist die Situation. Ich meine, ja logisch, politisch korrekt ist es ja, was er da sagt. Politisch korrekt ist es. Das hast du in dieser Mainstream-Blutwell-Matrix da draußen zu tausendfach. Aber
der politisch korrekte Mann. Link oben, Infobox unten in der Videobeschreibung oder zum Ende des Videos hängen. Unbedingt ansehen, brandwichtiges Material. Dieser politisch korrekte Mann, das ist doch die Nummer 1 Person, die in Deutschland regelmäßig von den Frauen verlassen wird, regelmäßig von den Frauen betrogen wird, regelmäßig von Frauen abgelehnt wird. Der politisch korrekte Mann, das ist doch die Nummer 1 Person. Der im Jargon würde man sagen, der Peter-Job-Provider hier. Das ist doch der, der am Ende immer so auf die Arschkarte zieht. Oder etwa nicht? Ich hoffe, dieses Video hat vielleicht einfach dir ein bisschen geholfen, ein bisschen klarer zu sehen. Wird das jetzt irgendwie angenehmer für dich machen? Wahrscheinlich nicht. Wirst du trotzdem noch Trennungsschmerz haben? Bestimmt. Ja, das gehört dazu. Ich habe ein Video gemacht, das heißt Beziehungsende verarbeiten. Das ist eines der beliebtesten Videos. Vielleicht dient dir das ja. Das können wir auch nochmal hier oben verlinken. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir einfach ein paar Gedankenimpulse gegeben habe. Das Ganze braucht Zeit und ich sage immer, solange du, egal wie blöd etwas ist, was passiert ist, solange du stärker da rausgehst, als du reingegangen bist, hatte das immer etwas Gutes. Ja, wir können nicht mitentscheiden, was uns im Leben passiert. Wir können aber immer mitentscheiden, was wir draus machen. Und ich hoffe, diese schmerzhafte Erfahrung, die halt viele von uns schon machen mussten oder noch machen müssen, ist einfach eine Möglichkeit für dich zu wachsen. Ein erfahrenerer Mensch zu werden. Ja, sie ist nicht schön, man wünscht das keinem, aber man lernt daraus, typischerweise. Und das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn ja, oder auch euch geholfen, lasst mir ganz viel Daumen hoch da. Schickt das an Leute, die das sehen oder hören müssen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich mache 3-mal pro Woche ein Video zu allen möglichen psychologischen oder Persönlichkeitsentwicklungsthemen oder manchmal auch Beziehungsthemen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, sind wir am Ende angekommen. Ich habe es auch bis zum Ende durchlaufen lassen. Ramon Schlembach, Psychologe MSC. Ja, halt am Ende dieses ganze Psycho-Gequatsche halt dann. Aber es ist gut. Es ist gut. Und wenn jetzt hier da unten in der Kommentarleiste kommentiert wird, möchte ich euch bitten, fair zu bleiben. Der Mann selber sagt, es sind alles nur Vermutungen. Also der Typ, der handelt hier schon aus reinem Herzen hier. Das merkt man. Er kommt auch sehr nett, sehr ruhig, sehr freundlich rüber. Na klar, ich weiß, der haut dann am Ende diese ganzen verbalen Trostpflaster da raus. Und es kommt darauf an, wie, nicht was es im Leben trifft, sondern wie wir mit der Situation umgehen sollen. Diese ganzen Schlausprüche, die du da draußen auf Facebook hier überall oder auf Instagram, die da gepostet werden. Aber ich meine, er meint es ja auch gut. Und das ist ja der springende Punkt. Auch diese ganze Sache hier, ohne Red Pill, ohne die Kenntnisse der Evolutionstheorie, das beweist, seine Präsenz hier beweist eigentlich genau das, was ich so oft schon immer wieder sage, dass du in der Blue Pill Matrix diese ganzen Psychologen, ich meine, ich coache ja selber Psychologen, gelegentlich ist immer ein Therapeut bei mir mit dabei. Oder sogar ein Psychiater hatte ich letztes Jahr auch noch einen im Oktober noch da. Das hast du ja auch hier wegen Ex zurück. Und das hast du ja auch, weil diese Leute... Die lernen ja auf diesen ganzen Universitäten, da gibt's ja das Fach Verführungskunst doch überhaupt nicht. Da gibt's ja all diese. Und nicht jeder studiert Evolutionsbiologie oder evolutionspsychologische Grundlagen hier. Das studiert doch nicht jeder. Und das sind halt solche Sachen, die halt hier mit einfließen. Und dann hast du ja auch noch diese Geschichte hier mit diesen persönlichen Erfahrungen halt dann, die du da selber hast. Da habe ich ja in unserem Splänze gerne ein, in diesem Red Pill Video ja auch etwas dazu. Aber auf der anderen Seite hast du das ja auch immer häufiger von Leuten, die Red Pill genommen haben, aber sich mittlerweile außerhalb der Blue Pill eine neue Red Pill Matrix aufgebaut haben. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck hier der Übung. Link oben, Infobox unten in der Videobeschreibung oder zum Ende des Videos hängen wir es euch jetzt gleich hier mit dran. Was er auf jeden Fall macht, er hat es auf jeden Fall gut gemeint. Und das ist auf jeden Fall gut. Er haut halt da diese ganze Blue-Pill-Kiste hier da volle Kanne raus, weil er es ganz einfach selber nicht besser weiß. Also das ist hier mein Eindruck von der ganzen Sache. Und ich hoffe, ich konnte hier an dieser Stelle ebenfalls ein bisschen für mehr Aufklärung hier sorgen. Ihr hängt euch jetzt hier zum Ende des Videos noch ein paar Dinge hier noch hier mit dran, wie auch schon angekündigt. So hoffe ich, dass euch das Video auch gefallen hat. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade seid. Und in diesem Sinne...